und Entwickler des Jahres. Wie viele habe ich denn schon? Da sind zwei. Und da sind auch schon zwei. Muss denn die... Wo kann ich denn hier... Wo habe ich denn... Wo bin ich denn? Ist es hier? Hier ist sie. Oh, wir haben schon zwei goldene Schallplatten. Kann ich die auch hier hinhängen? Nee, Zaunstuhl. Ach, geht ja auch gar nicht. Wofür auch? Ich weiß bald nicht, wohin mit meinen Trophäen. Was ist denn da los? Was bringen die denn? Bringen die irgendwas? Leck mich am Arsch. Wir haben zwei goldene Schallplatten. Die habe ich gar nicht gesehen. Machen wir eine hier hin. Und eine hier hin. Und dann haben wir schon wieder ein Trophäe. Spiel des Jahres. Wir haben schon wieder voll abgeräumt. Ich muss bald einen Trophäenraum bauen. Zack. Oder müssen wir einen Flur stellen, den Scheiß? Krasses Pferd. Oh. Was? Entschuldigung. Durch ein Virus sind einige deiner Grafikdateien für das aktuelle Spiel gelöscht worden. Oh Mann. Wieso haben wir denn ein Virus? Ich meine, wir sind gut bei der Grafik, ne? Über 1000. Technik hapert halt noch. Aber alles andere ist schon top bei uns. Ist auch fast fertig, das Addon. Er hat gerade nichts zu tun. Bugfixing. Zack, kannst du mitmachen. Vielleicht schaffen wir es, ihn dann auf 0 zu halten. Oha. Warte, wir machen gerade ein Add-on und wir haben zwei Sachen auf. Da können wir wieder einen großen Messestand machen. Mit dem Aufhänger. Dem und dann in der Ankündigung den. Sehr gut. Und die haben schon wieder nichts zu tun hier. Marketing. Spiel. Plakate. Für den. Und ab geht's. Sollte nicht so lange dauern. So, Spiel ist fertig. Quasi. Ja, hören kann ich auch von alleine. Gut, ich warte mal noch die Marketingkampagne ab. Zack, zack, zack. So, jetzt ist nämlich fertig. Das ist ein gutes Spiel. Das können wir so machen. Wegnehmen mit. Und dann wollen wir mal gucken. Ah, Traumwertung. 89, super. Sehr gut. Dann können wir eigentlich nochmal eine Marketingkampagne hinterher schieben. Für Schiffbruch. Nee. Warte mal. Spezialmarketing. Für Schiffbruch. Noch ein Demo raushauen. Primitive 3D-Vektorgrafik, das läuft noch. Ich glaube doch, wir brauchen mehr Forschung. So langsam. Was war das? Hier ploppen immer Dinge auf. Könntest du... Du kannst hier. Grafiker. Kann nichts machen. Soundingenieur. Der kann klassische Musik aufnehmen. Und das war's, ne? Ihr könnt auch noch ein bisschen was machen. Kurzauftrag. Hier, zack. Solange die da noch unterwegs sind. Wir machen ja bis jetzt ganz gut. Wir haben schon 14 Millionen mit Swarms 2 gemacht. Schiffbruch. Viele unentschlossene Spieler. Sehr gut. Halb auf 16. Können wir noch was machen? Ne, Spezialmarketing nicht. Wir können noch ein bisschen Marketing machen. Für... Fantastillionen eigentlich. Bisschen Radio noch. Läuft ja noch gut. Mit 79.000. Ne, Fantastillionen. Ach Mist, Fantastillionen ist fast weg. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Die Marketingkampagne war verschenkt. Habe ich mich verkiekt. Dann wieder für New Evolution. Aber New Evolution ist, geht, glaube ich, mehr als 100 geht, glaube ich, nicht, oder? Na, noch geht's. Ja, vielleicht schaffen wir das ja doch. So, wäre mal schön, wenn die Sound
Ingenieure da mal langsam fertig werden würden. Ich brauche sowieso noch einen, ne? Arbeitsmarkt. Musik und Sound. Wir haben da 6 und wir haben 6 da Platz, ne? Und dann muss ich die beiden wohl noch mitnehmen und hier mit reinschmeißen. Könnt ihr noch irgendwas komponieren? Nö. Die Auftragsarbeit ist irgendwie ein bisschen wenig, finde ich. Oha, nur noch 300 werden verkauft diese Woche. Ich glaube, das hier wird nichts mehr. Ich lasse das mal durchlaufen. Was soll's, so, die sind auch schon wieder fertig. Kurzauftrag, hier Treiber entwickeln. Hier drüben arbeiten noch mit Hochdruck und ohne Ende. Wir müssen unsere eigenen Star-Programmierer erschaffen. Das nützt nichts. So, der Robo geht da drüben putzen. Das ist auch okay. Wir nehmen sich alle wieder wie im Schweinestall, ne? Scheiß hier. In unserem Ausbildungscenter. So, dann können wir noch ein bisschen Auftragsarbeit machen. Können wir auch immer so nebenbei machen, ne? Wenn gerade eh nichts. Und damit ist Swarms auch weg. Immerhin. Alter, wir haben 5 Millionen mit Swarms gemacht. Also mit dem Addon. Fantastillion. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Denn lass uns doch mal nochmal eine Marketingkampagne machen für New Evolution Schiffbruch. Und wenn das gehypt ist, dann geht das nämlich gut. Ich glaube, mit den Marketingkampagnen halten wir das, glaube ich, im Verkauf, oder? Haben wir noch Marketingmitarbeiter? Ich glaube, ich brauche noch ein paar. Sind wir ein bisschen zu wenig. Die machen das ein bisschen zu langsam. Für meinen Geschmack. So, da sind wir endlich mal fertig. Zurück mit dir. Dann können wir endlich unser Action-Rollenspiel mit der Graue Hexer 2 machen. So, und Programmierer könnten wir auch noch gebrauchen. Naja, eigentlich sogar ein paar mehr. Was haben wir denn da noch? Spieletester. Haben wir noch ein paar gute Spieletester? Ich hau jetzt die Kohle einfach so raus, weil ich es kann. Game Testing. Hier haben wir noch einen. Den nehmen wir mal mit hier rein. Da ist Complete. Da ist auch alles voll. Hier ist alles voll. Dann bräuchten wir noch ein. Ich glaube, hier sind zwei Programmierer müssen hier sein und ein Game Designer, ne? Ja, dann brauchen wir noch einen Game Designer. Ein Game Designer. Der war loyal. Brigitta. Brigitta. Brigitta, bitte ans Telefon. Brigitta. Und hier haben wir 2-2, also Programmierer und Game Designer könnten wir noch machen. Jeweils ein. Programmierer? Nö. Dann nehmen wir noch einen Game Designer. Und zwar den hier. Der hat ein bisschen. Dann muss hier noch ein Programmierer nachher rein. Und einen Grafikdesigner brauchen wir auch noch. Ach, ja, jetzt müssen wir aber mal aufwerten hier. Ein Grafikdesigner. Gibt es momentan keine guten? Dann eben nicht. So, die sitzen alle. Was wollte ich jetzt machen? Die sind noch nicht fertig. Marketing läuft. Ich gucke mal kurz durch den Arbeitsmarkt, ob hier noch was Gutes dabei ist, was wir brauchen. Was haben wir hier? Ein Techniker. Viele gute Techniker. Soundartists. Soundartists haben wir aber voll. Was bräuchten wir noch? Wir bräuchten noch Marketing, Programmierer, Spieletester und Grafik. Programmierer, Grafik, Spiel, wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Da, Gaming-Tester, hier, ne. Nehmen wir den noch mit, dann ist das auch voll. Und noch ein bisschen Marketing, nö.
Gut, Marketing und Grafikdesigner haben wir im Moment nicht. So, die warten immer noch darauf, dass sie mal loslegen können. Forschung ist eindeutig zu wenig, ne? Die sind zu langsam. Da muss mehr kommen. Da brauchen wir mehr Leute. Wie mache ich das denn jetzt? Wo kann ich denn hier jetzt noch Forschung hinbauen? Ich glaube, das Trainingscenter reicht, glaube ich, so, ne? Training und Forschung vielleicht in einen Raum. Gibt es hier noch ein paar gute Forscher? Ich guck mal schnell. Forschung. Nee, im Moment auch gar nicht. Okay, dann nicht. So, 8-Bit-Sound. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen Auftragsarbeit machen. Wie mir scheint. Ihr macht Auftragsarbeit. Ihr macht Auftragsarbeit. Ihr habt nix. Ihr habt nix. Und ihr habt wahrscheinlich auch nix. Nö. Na gut, dann müssen wir eben warten, bis das fertig ist. Wir könnten rein theoretisch, wir könnten eigentlich bei Worms vielleicht noch ein bisschen Marketing. Bis Worms machen. Wir haben jetzt 54 Hype, ne? Maximal 40. Das geht alles noch nicht. Okay, das brauchen wir nicht. Dann müssten wir eigentlich TV nochmal machen. Für den. Ich hoffe, der hält sich noch so lange. Momentan wirklich verkaufen nicht so gut. Und ich trinke mal nochmal was in der schnellen Zeit. Wir müssen auch gleich aufhören. Ist nämlich schon spät. Ich muss noch was futtern. Und dann geht's morgen weiter. Ja, Forschung dauert tatsächlich echt lange. Gut, wir haben auch nur 2 Leute. Wir haben alles ausgebaut, bis auf Kundensupport und Forschung. Weil eigentlich so Forschung läuft immer so nebenbei. Das reicht ja. So, Auftragsarbeiten sind auch alle fertig. Wäre schön, wenn ich noch sehen könnte, wie viel in der Warteschlange noch drin ist, ne? Pausieren. Mitarbeiter, welche diesem Raum zugeordnet wurden. Raum für KI verschließen. Was? Raum umbenennen. Ich meine, gut, der 8-Bit-Sound geht relativ lang. Neuer Trend, Geschicklichkeit, Industrialisierung. Okay, damit ist Swarms am Arsch. Dann brauchen wir doch nichts mehr machen. Guck mal hier, direkt Verkäufer eingebrochen. Dann brauchen wir da nichts mehr machen. Das können wir so rauslaufen lassen. Ich warte nur darauf, dass die hier mal fertig sind. Geschicklichkeit und Industrialisierung. Also ein geschicktes Industrialisierungsspiel. Aber Industrialisierung haben wir nicht. Haben wir überhaupt ein Geschicklichkeitsspiel? Haben wir eine Engine dafür? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, ich muss erstmal warten, bis die Engine-Features hier raus sind und dann können wir weitermachen. Ich hätte hier gern wirklich eine Warteschlangenanzeige. Das wäre ganz nice. Liebe Entwickler, wenn ihr das seht, bitte eine Warteschlangenanzeige, wenn du hier einen Automatikmodus anmachst und die das einfach so durchforschen, dass da drinnen steht, wie viel noch dran ist. Weil dann wüsste ich jetzt, wenn das jetzt noch 10 Sachen sind, dann würde ich jetzt nämlich sagen, ich höre jetzt auf und wir machen morgen weiter. Wenn das aber nur noch 2 Sachen sind, dann würde ich sagen, komm, wir machen nur eben schnell die Engines fertig. Das wäre richtig nice. Da würde ich mich echt drüber freuen. Das wäre ganz toll, wäre das. Wenn er da noch stehen würde, wie viel. Das wäre Jumbo. Richtig Jumbo. Los, mach fertig. Bankenkrise. Was? Es ist eine weltweite Bankenkrise ausgebrochen. Sämtliche Banken verlangen nun deutlich höhere Zinsen für Kredite. Wir haben keine Kredite, oder? Wir sind flüssig. Ja, siehst du, wir sind flüssig.
Kreditlimit 2. Guck mal, Alter, wir haben 43 Millionen auf dem Konto, aber unser Kreditlimit liegt bei 2,25 Millionen. Das ist ja schade. Ja, Leute, euer Geld brauche ich nicht. Noch nicht. Noch nicht. So, hier brechen die Verkäufe ein. Das heißt, wir müssen langsam mal was Neues rauspushen. Das Schöne ist, wir können an zwei Spielen gleichzeitig arbeiten. Oha. Tower. Na, wir haben nicht viel gemacht dieses Jahr, ne? Hey, wieder Entwickler des Jahres, Spiel des Jahres. Sehr nice. Wieder neue Trophäen. Oh, new trophies. Die KI. Oh Gott. Okay, das dauert ja noch. Was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche... Programmierer, Programmierer, Game, Game, Game. Wir brauchen noch einen Programmierer. Einen Programmierer. Tralalala. Da ist er ja schon. Frieda Hess. Reiner mit dir. Okay, das dauert anscheinend doch noch. Was brauchen wir noch? Ein Grafikdesigner. Wenn, dann machen wir die Räume gleich voll, ne? Ja, siehst du, guck mal hier. Zack. Rinder mit dir. Wo bist du denn? So. Jetzt müssen alles voll sein, ne? 6, 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 3, 2, 2, 3. Ach nee, hier Marketing brauchen wir auch noch. Ach, die Marketingkampagne hätte ich mir auch sparen können. Scheiße. Habe ich nicht vorausgedacht. 2. Ich glaube, wir brauchen noch 2, ne? Perfekt. Geht das auch mal ein bisschen flotter. So, damit sind erstmal alle Räume wieder gefüllt. Was machen wir denn jetzt? Haben wir noch Auftragsarbeiten? Zufällig. Oh ja, mehrere. Sehr gut, dann können die das noch ein bisschen machen. Dann kommt da auch noch ein bisschen Geld rein. Zack. Was haben wir hier? Nix. Auftragsarbeit. Oh ja, hier Musik. Dann können die auch noch Musik machen. Zack und zack. Und mal weg damit. Das hier steigt auch. Ist mehr Aufträge bekomme ich. Gut. Fleißige Bienchen hier alle. Sprite-Editor. Ich wollte sagen Sprit-Editor. Was ist hier denn los? Was ist das hier? Es ist zu überfüllt für den Grafiker. Ja. Gegenstände der Stufe 2. Ach du Scheiße. Okay, du findest es zu überfüllt. Wo bist du jetzt? Komm her. Hey, du warst das, ne? Nicht das Klo, Mann. So, pass auf. Du machst erstmal... Du gehst hier hin. Und du... Wen stört's denn jetzt gerade nicht? Ihn hier. Du gehst dann hier rüber. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Auftragsarbeit. Zack. Einmal. Und da nochmal. Zack. Wir können auch nochmal ein Auftragsspiel machen, ne? Wie lange sind wir denn noch bei Epics exklusiv? Noch 51. Die hatten Adventure, glaube ich, ne? Oh, wir könnten ein Geschicklichkeits-Adventure noch machen. Wenn die denn mal hier langsam fertig werden würden. Jetzt finden sie dazu überfüllt. Willst du mich verkackeiern? Was ist denn dein Problem? Loyal und sportlich. Okay, vielleicht muss ich mal umbauen. Nee, warte. So. Umbauen. Ach, Manu, lass das. Warte. Warte. So. Und so.
Und dann vielleicht so. Zack. Und zack. Und dann machen wir das hier ein bisschen größer. Jetzt fangen die echt an zu meckern. Was ist denn mit euch? So. Es ist hier eine Heizung über, das ist ja toll. Ohne Uhr. So, dein Platz geht jetzt nach da. So, geht's denn jetzt? Alle wieder beruhigt? Sieht gut aus. Dafür brauche ich auch noch eine Anzeige, ne? Wenn hier einer anfängt rumzuheulen, wegen irgendwas. Wäre das ganz toll. Auftragsarbeit, haben wir noch was? Nö. Okay, anscheinend das dauert noch. Dann können wir eigentlich noch ein bisschen Schulung machen. Ich weiß nur noch nicht für wen. Lass mal gucken. Mitarbeiter. Übersicht. Unsere Soundartists sind schon gut. Hatten wir nicht einen Star-Soundartist? Ach so. Machen wir mal so. Können wir den nach Werten machen? Nee. Uff. Könnten wir ein bisschen Support und Sound anscheinend machen. Unser Star-Grafiker, der ist noch gut drauf. Das passt. Also eigentlich müssen alle supported werden. Ja, Wissenschaft können wir jetzt nicht machen. Geht nicht. Dann machen wir die mal. Stecken wir die erstmal alle in einen Raum. So, ihr da rein. Und ihr kriegt dann erstmal einen kleinen Marketingkurs. Ist nur Marketing, ne? Marketing und Support ist alles dasselbe. Für Profis. Und dann ich würde sagen, unsere Spieletester, oder? Die drei da rein. Und dann nehmen wir von hier noch drei mit. Und die drei noch hier rein. Und dann mal ein bisschen Quality Management üben, Freunde. Ihr seid nicht gut genug. Das geht so nicht. Also weg damit. So, jetzt müssen wir nämlich eh erstmal warten. Gut, und dann würde ich sagen, warten wir auch noch bis morgen. Deswegen sage ich mal für die Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein bei Mad Games Tycoon 2. Hoffentlich richtig, ja. Müsste eigentlich. Ja, und bis zur nächsten Folge. Ne? Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.